der Koalition und im Bundeskabinett darauf verständigt, die Sondervermögen zu finanzieren mit einem extra Paragraphen, dem Artikel 115a im Grundgesetz. Dazu braucht es eine Grundgesetzänderung und die wird dem Parlament vorgelegt. Herr Kollege, es macht den Anschein, als ob Sie eine Nachfrage hätten. Ja, nicht nur eine, aber zunächst mal stelle ich die erste. Die Frage war ja, dieses sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, was ja nichts anderes ist als 100 Milliarden Euro neue Schulden, wie die mit der Schuldenbremse des Grundgesetzes in Einklang zu bringen sind. Darauf haben Sie jetzt leider keine Antwort gegeben. Das nehme ich mal so hin. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Jetzt ernehmen wir Medienberichten, und es ist allgemein bekannt, dass alleine die vielen, vielen Milliarden Corona-Schulden, die aufgehäuft wurden, erst ab dem Jahr 2028 getilgt werden sollen. Jetzt kommen 100 Milliarden Euro Sondervermögensschulden obendrauf. Wann soll denn die Tilgung dieser 100 Milliarden neue Schulden für die Bundeswehr beginnen, wenn Sie mit der Rückzahlung der Corona-Schulden erst im Jahr 2028 beginnen wollen? Es wird für die Rückzahlung der Schulden aus dem Sondervermögen ein Tilgungsplan vorgelegt werden, wenn das Sondervermögen aufgebraucht wird. Herr Brandner, möchten Sie ja, ich bin jetzt ein noch bisschen, eine letzte Nachfrage stellen? Ja, ich bin jetzt ein bisschen perplex, muss ich sagen. Bundeskanzler Scholz rühmt sich ja in jedem zweiten Satz damit, alles sorgfältig geplant, sorgfältig durchdacht, sorgfältig vorausgedacht zu haben. Jetzt frage ich Sie nach 100 Milliarden neuen Schulden und da kommt so eine nichtssagende Antwort, dass Sie gar nicht genau wissen, worum es geht und schon mal gar nicht wissen, wann die Schulden zurückbezahlt werden sollen. Ich nehme das mal so hin.